Gehen wir rein in den nächsten. Simex war Flitterwochen in Mexiko mit, freue mich jetzt schon auf die Reaktion von Revis Mom. So, jetzt bin ich aber gespannt. Freue mich jetzt schon auf die Reaktion von Ellis Mom, Digga. Klemm mich mal ein bisschen auf. Also, Simex hat... Früher mal Handys verkauft und jetzt ist es... Nee, was ist... Wer ist? Simex ist ein Guy, der ist nach Barcelona gezogen, hat Kacke auf dem Auto geworfen. Ist jetzt schon mal sympathisch. Ist damit viral gegangen. Und ist so ein ehemaliger Fortnite-Guy, der jetzt halt anderen Content macht. Ich warte eigentlich gerade auf die, also hier steht nur Revis Mom. Ich warte eigentlich auf die Kommentare, dass alle auf meine Reaktion waren. Weil ich habe, mit Simex habe ich ein sehr inniges Verhältnis, sag ich mal. Wir sind ein bisschen aneinander geratet. Was? Ihr seid Freunde, oder? Nee. Er hat mich als Justin Bieber mit einer Hitler-Frisur beleidigt. Weiß ich jetzt auch nicht, wo das herkam. Aber mittlerweile ist alles gut. Ich bin gespannt. Jetzt hatte er mit seiner Freundin Mrs. Juicy, heißt die scheinbar jetzt, bisschen Streit. Sie haben sich tatsächlich dann kurzzeitig getrennt. Dann wurde zuerst behauptet, dass Mrs. Juicy fremdgegangen ist. Ist sie aber dann doch nicht, weil sie waren ja nicht mehr zusammen und es ist dann alles jetzt geklärt. Und jetzt sind sie scheinbar auf Mexiko, in Mexiko. Ich bin weggelaufen. Und heiraten. Genau. Ja, der Spanier hat auch ein Statement gemacht. Ellis Mom. Ja, oh, hier. Max, jo, meine Freunde. Das ist hier. Das wirklich löschen, wenn die jetzt. Mann, Kuchen, Hals, Maul. Ich will nur die Mutter sehen. Macht, Mann, der redet die ganze Zeit. Trenn, richtig. Das richtig, ist Ellis Mom, trend. Das ist die von der Freundin. Sehr, sehr spannende Geschichte. Das alles aufzuholen ist besser als die Herr der Ringe-Doku. Ich bin sehr gespannt. Herr der Ringe. Okay. Wir schauen aber mal, wie es in Mexiko ist, in Tulum. Geil. Wir haben Drohnenaufnahmen, Quality Content ist da. Mhm. Das ist Mrs. Juicy, die allegedly fremdgegangen ist, scheinbar jetzt aber dann doch nicht. Guck an. Das ist Simex. Starke Frisur. Oder? Ja. Ja. Da ist irgendwas schiefgelaufen. Kennst du diesen Mörderclone? Ja. Ja. Jetzt sehe ich es auch. Nee, ach so, ich wollte einfach nur gefragt haben, ob du ihn kennst. Ach so. Aber guck mal, die haben eine schöne Zeit, die beiden. Ist ja, doch absolut. Gut. Ist doch schön. Flitterwochen. Kamera ist ein bisschen beschlagen. Darf man Magneten reinwerfen, oder? Absolut. Okay, wir haben uns jetzt zwei Fahrräder ausgeliehen. Ach, war gut. Und wir fahren jetzt zum Strand. Es ist so geil. Ja, allein der Vibe hier und deutsche Pennywise. Einfach hier mit einem Fahrrad zum Strand zu cruisen. Die Sache ist, man muss ein bisschen aufpassen, wenn man jetzt nicht so auf einem Gehweg fahren kann und auf der Straße fahren muss, ist absolute Katastrophe, weil die gar nicht aufpassen. Die Straßen auch, die fahren irgendwie, wie die wollen. Polizei. Bro, es ist, ich bin wieder ein bisschen überfordert. Man wird plötzlich mitten rein in den Content geworfen. Ja. Es gibt keine Ammoderation, die sind verheiratet. Ich weiß, ich bin nicht mal auf die Hochzeit eingeladen, so Chat. Wisst ihr, was ich meine? Das ist sehr, 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 sehr schade. Das ist sehr, 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 sehr schade. Das ist sehr schade. Frech, ja. Vor allem, wenn ihr so ein inniges Verhältnis auch habt. Ja, safe. Wir sind übertrieben gut eigentlich. Zeit juckt hier auch gar nichts, aber auf jeden Fall, wir sehen uns gleich, wenn wir am Strand sind. Okay, Leute, wir sind jetzt am Strand angekommen. Ist aber schon schön da. Aber ist der letzte YouTuber, der noch eine Legende benutzt, oder? Ja. Der Wind ist sogar warm, eine, oder? Ja. Weil, oh mein Gott, also der Strand in Barcelona war schon schön. Ah ja, er hat eine Zeit lang in Barcelona gewohnt. Genau, und hat da Leute mit Scheiße gewohnt. Unter anderem. Am Strand. Darauf will er aber nicht reduziert werden. Und er hat mal... Ach, hat er noch mehr geleistet, ja, ist schön. Und er hat mal ein Video gemacht, da will er aber auch nicht drauf reduziert werden. Da hat er gesagt, ich spiele mit einem Corona-Kranken das letzte Mal Fortnite und der Typ hat im Video so getan, als würde er sterben an Corona. Jetzt hat er sich aber scheinbar geändert und jetzt hat er sich wohl Weiß geändert und macht Quality-Content. Ja. Der Sand das hier war zumindest seine Strand. Idee. Jetzt macht er Travel-Vlogs. Das ist sowas von insane. Was sau weird wäre, wenn der Spanier jetzt auch dabei wäre, oder Chat? Oh mein Gott, ich sterbe. Und das Wasser, ich weiß nicht, ob man es sieht, es ist... Simex sieht den 187 Mexiko-Vlog und denkt, ich will auch sein, wie Bones, so fliegt er auch hin. Wir können am Ende bewerten, was ist besser, der 187 Mexiko-Vlog oder der Simex Mexiko-Vlog? Die Frage ist wirklich, wo wird mehr illegale Scheiße gemacht? Diese hellblau, türkis, so schön. Irgendwie sagt mir, die Aufnahmen hatten wir schon. Der hat die Fortnite-Musik aus dem Menü. Hör mal ganz genau hin. Der hat einfach die Fortnite-Menü-Musik. Ja, wenn ich jetzt Fortnite gespielt hätte, wüsste ich es, ja. Das sie hat doch, den Magnet wieder rausgefischt. Das ist doch ein Meme. Das ist doch ein Meme, Alter. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What?
mega fucking Lull. Digga, Junge. Simex liebt Fortnite. Achtung. Kommst du hoch? Nein. Was macht sie gerade? Ist Tim Gabel Privatcoaching und macht gerade die Klimmzüge oder? Ja. So, jetzt aber komm. Interessanter Vlog bis jetzt. Das ist mega. Ich hoffe einfach, die Kamera fällt nicht runter. Ah, super. Das ist ein sehr interessanter Vlog wieder. Wenn die Cam runterfällt, war es das mal wieder. Jetzt geht gleich der Heckantrieb an und sie fährt im Kreis. Das ist ehrlich gesagt ein sehr interessanter Vlog. Oh mein Gott, die labert mir hier irgendetwas von entspannt. Ja, wenn man drin ist, ist die davon entspannt. Ja, das kenne ich auch irgendwo anders, ja. Oh, Digga, einfach, es ist so schön. Über die Hausmusik immer die Fortnite-Intro-Musik gemacht, sehr wichtig. Ja, sicher, sicher. Ey, das ist schöner als Dirty Dancing gerade. Das ist so nice, dass es self-sensiert ist quasi, dadurch, dass da so ein fetter Fleck auf der Kamera ist. Ist echt so, ja. Das ist die Casting-Schaukel. Ah, the time of my life. Hi, Rostin, danke für den Kuss. Was Athlet? Digga, diese gottverdammte Fortnite-Musik. Ich komm nicht drüber hinweg. Warum hat der immer die Fortnite-Musik hingemacht? Die ganze Zeit im Hintergrund. Dum, 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 dum. Wenn er jetzt runterfällt. Was gucken wir uns hier an, Alter? Chat, was schauen wir hier? Chat! Aha, so, jetzt geht's los. Mrs. Juicy. Hört auf mit dem Boba-Chat, hört auf. Also Leute, unsere Getränke sind da. Boah, der war mir echt gerade ein bisschen nah an der Kamera. Ja, 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 ja. Wir müssen jetzt raus. Halt die Kamera. Sorry, ich gönne euch den View nicht. Okay, Leute, wir sind... Deutsche Pablo Escobar. ...hier in einem veganen Restaurant in Tulum, in der Innenstadt. Es war wirklich sehr schwer, ein veganes Restaurant zu finden. Ich muss ehrlich zugeben, wir haben gesündigt die letzten Tage beim Frühstück. Einfach Bacon und Eier gegessen. Also das ist doch am nächsten noch dran an vegan, oder? Ey, wenn er jetzt gesagt hätte, yo, ich hab mal ein Stück Käse gegessen, aber er hat einfach fucking Bacon gegessen. Bacon und Eier, geil. Ich hab so ein bisschen gesündet, ich hab ein halbes Schwein gegessen, aus Versehen. Ich hab den Kellner gefressen. Milchprodukte und Käse, wir sind nicht stolz auf uns, aber es musste sein, wir konnten nicht verhungern, weil es ist so schwer hier in Tulum, was Veganes zu finden. Aber gebt euch mal dieses schöne Restaurant. Überall alles mit Bambus. Ich find's richtig schön und... Wir sind mittlerweile im vierten Tag angekommen. Der Vlog ist ein bisschen lost, aber die letzten Tage hatten wir sehr viel gemacht und ich hatte nicht die Kamera dabei. Wir waren bei einer Zenote. Wenn wir es nochmal zu... Bei einer was? Zenote. Was ist das? Das ist wie diese Plörre da im Wald, wo der da gerade drin rumgeschwommen ist, in groß. Was? Eine natürliche Ansammlung von Wasser. Ein See. Quasi, nur halt ist es umgeben von... Von Bergen sozusagen, also im Prinzip, ein, das ist ein bisschen weiter unten. Ein See. Ist ein See, ja, komm, mach, lassen wir es als See. Wenn wir zur Zenote gehen sollten, dann... Ich habe doch genug Aufnahmen auf meinem Handy. Stimmt, die blende ich jetzt ein von der Zenote. Guck mal, das ist eine Zenote. Was ist das? Eine Zenote. Okay. Okay. 3, 2, 1. Fehlerfrei. Fehlerfrei runtergezählt. Man kann unter Wasser nicht atmen, Leute. Doch, durch den Mund. Okay. Haben wir vorher gelernt. Stimmt. Okay, wir müssen jetzt gehen. Ne, sie sind aber wieder glücklich. Das freut uns doch, oder? Ja, das ist doch macht schön. Uns froh. Das ist doch schön. Das macht uns froh. Das ist doch schön, dass sie wieder glücklich sind. Ja. Oh, romantisch. Schön, schön. Die werden doch auch was für Frauentausch, oder nicht? Die beiden? Ja. So fürs Form, also vom Format her? Das. Findest du nicht? Also ich. Ich sehe den Cutter jetzt schon bei RTL, der da die richtigen Musiken sich wieder raussucht. Mhm. Achtung, er macht bestimmt einen Salto. Ja, voll. Das war ein sicker Sprung. Dann gehen wir noch die Tage zu einer Lagune. Die Zenote. Ah, ja, guck. Das werdet ihr auch sehen, falls ihr nicht wisst, was eine Lagune ist. Ich kenne Lagune auch nur von SpongeBob.
Bro. Ich kenne Laguna Hose von SpongeBob. Bro, Alter. Ja, Krabbe ist ja, krosse Krabbe ist ja dieses von SpongeBob, kenne ich das. Okay, Leute, wir sind jetzt... Es ist alles wieder so zusammenhangslos. Ich komme nicht hinterher, Digga. Weiß ich nicht. Muss ich... Aber es ist schon Oldschool-Vlog einfach auch. Muss da kommt ja, aber bis dato muss man ihm wieder Respekt aussprechen. Er hat bis dato nichts Illegales gemacht. Nichts großartig Verwerfliches, außer vielleicht während der globalen Pandemie in ein anderes Land zu fliegen. Aber auch das ist ja unter dem Vorbehalt Flitterwochen. Da entschuldige ich das an der Stelle, wenn sie wirklich Flitterwochen gemacht haben. Ja. Und Mexiko ist halt auch offen. Mexiko so, also ist offen, da kann man hin, so, wenn er vielleicht sogar geimpft ist, so, I don't know. Wenn Z-Max von Mrs. Juicy scheiden lassen sollte, gehört dann die Hälfte von Z-Max Kanal und ich dachte, sie will nicht mehr in die Videos. Z-Max Vater, ich weiß, ich danke für deine 12 Euro. 2 Euro. In einem archäologischen Park mit Maya-Ruin. Es sieht hier richtig heftig aus. Ellie meinte gerade auch schon, dass es ihr hier vorkommt wie in Jumanji. Dann gehen wir gleich zur Mujil-Lagune. Das wird so heftig und machen eine Bootstour. Sag ehrlich, das Hemd, würdest du dich trauen? Nee, du? Nee. Da nehmen wir euch auch gleich mit. Und wenn wir jetzt hier irgendwelche geilen Maya-Ruinen oder sonstiges sehen, dann zeige ich euch das auch. Danke. 300 Jahre gebraucht. Um das aufzubauen? Vom Jahr 1250 bis 1250 bis 1550. Das sind mehr als 100 Jahre. Hat die nicht 300? Ja, es sind 300. Ja, hat sie 300 gesagt? Ich glaube, sie hat 300 gesagt. Das kommt aber trotzdem nicht hin, das sind 250 Jahre. Das sind doch 300 Jahre. Aber er denkt nur so, was für Opfer, das habe ich in Fortnite in zwei Sekunden hochgezogen. Wie peinlich, dass sie so lange gebraucht haben, ne? Guck mal, für so einen Scheiß-Tempel, Digga, das ist noch davon übrig, musst du dir mal überlegen, so. Yo, Billigbaute. Digga, das würde Revi niemals abnehmen. Nein, Digga, also die Immobilie ist eine Schrottimmobilie, kann ich euch sagen. Würdest du es vermieten, Ellie? Das Ding? Ja. Maximal 1300 Euro. 1,5 geht schon. Ja. Ich weiß nie genau, wie lange das gedauert hat. Das sind ja wahrscheinlich nur Schätzungen, weil im Endeffekt haben das ja Menschen gebaut. True. Achso, das haben Menschen gebaut. Mhm. Ja, Aliens eigentlich. Weiß in Wirklichkeit ich, Aliens. Kann ja auch sein, dass es wer anders gebaut hat, ne? Aliens. Hunde zum Beispiel. Hunde auch, Pferde auch, wirklich. Ihre persönliche Reiseführerin. Ich will das nächste Video einfach sehen. So Leute, wir trinken jetzt hier 3 Liter Ayahuasca. Ja, das ist schon echt heftig. Ich würde da schon gerne hochklettern, aber man darf leider nicht. Dann mach's doch trotzdem einfach. Das wäre jetzt, no joke, das wäre jetzt eine Aktion, ich erwartet jetzt, die man vom alten Z-Max erwartet hätte und dann scheißt der oben auf diesen Maya-Tempel noch drauf, Alter, wirklich. Die Kultur, in der ich geboren bin und ich weiß absolut gar nichts. Chillig. Ich bin froh, dass ihr mal unsere Videos schaut. War er nicht gerade da drauf? Auf dem Ding? Ja. Ich will mich jetzt in den Kleinigkeiten aufhalten, aber wenn man jetzt mal die Perspektive schaut. Ich bin froh, dass... Nein. Doch, guck mal, sie ist unterhalb von ihm. Ich weiß absolut gar nichts. Und jetzt macht er einen Schritt nach unten, Achtung. Ich bin froh, dass ihr mal unsere Videos schaut. Er war drauf. Und dass wir uns das mit YouTube Money finanzieren. Er war drauf. Er hat's berührt. Danke, Mann. Ihr bekommt alle ein Like von mir. Kuss, ich auch, danke. Ich bin großer Supporter. Die OGs vom IKEA-Vlog, erinnert ihr euch noch an den Fikus, den ich geholt habe? Gebt euch mal, wie groß der ist. Ja, und bei IKEA hat's das Schild gegeben, oder was? Mein Nachbar ist, man nennt ihn Fickers Benjamin. Hm, guck. Ja. Gutes Schnittbild. Wunderschön. Ich werde jetzt gleich die Cam um. Alter, die Cam ist wirklich sauber. Und oh, krass. Ihr werdet sterben. Warum? So much quality. Warum droht der mir? Ich weiß nicht, ob man es so gut erkennt, aber es ist absolut. Bro. Bro. Einfach Bro. Gestorben direkt. Warum? Schön. Das Wasser ist türkis. Sieht einfach so schön aus. Ja, true. Und das ist mein erstes nice Mal, aus. Dass ich an der Lagune bin. Monka Tossmann darf nicht sterben, Chat, hört auf. Ich glaube von Ellie auch. Und da ist so ein Aussichtsturm, wenn wir später auf dem Rückweg... Eins in den Chat, wenn ihr überlebt habt. ...sind, gehen wir auf einem, der mitten im Dschungel ist, hoch. Das sieht einfach... Das ist kein Aussichtsturm, das ist ein Sniper-Turm, Digga. So schön aus. Oh, viele Zweien, jetzt okay. Jetzt machen wir gleich eine zweistündige Tour. Schade, Chat. Das wird extrem geil. Also ich bin richtig gehypt. Tripulantes. 6 Personen und 2... Tripadvisor. Genau. Dieser Vlog. Ey, aber es ist so ein Oldschool-Vlog. Das ist so diesen Vlog, den wir alle gemacht haben 2015 oder so. 2 Elefanten. Gibt das dir auch irgendwie was, dieser Vlog? Mir? Ja.
ja, ein ungutes Gefühl in der Magengegend, so ein bisschen. Warum? Weil mir die ganze Zeit schlecht wird, weil er so rumwackelt mit der Kamera. Aber ich, ansonsten super schön. Ich find's auch irgendwie, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, guck mal, das Ding ist, ich zeig dir mal ganz kurz. Also, es ist nicht, also es fehlt nicht viel zu so einem Sam Calder-Video, weißt du? Die Übergänge. Nassfutter. Guck mal hier, das ist der Clip, wofür er so angefallen worden ist. Guck hier. Da nimmt er die Scheiße auf. Was sagen Sie dazu? Das war Nein, das ist. Guck mal, das war früher sein Content. Ich möchte auf aufhängen. Junge! Nein, du bekommst 100 Euro von mir, wenn du das auf einen Menschen wirfst. Warte, guck. Auf ein Auto. Komm, wir werfen. Wir laufen weg. Elli! Hörst du? Ich schwöre, ich hab getroffen. Also, und da muss man ganz ehrlich sagen, das hat er jetzt hinter sich gelassen und macht jetzt Travel-Content. Ja, super. Vielleicht nicht in der besten Zeit, aber das ist deutlich besser. Einfach Beautiful Destinations 2. Das war vor 2 Monaten, nicht früher. Gut. Also, das ist nur 2 Monate her? Wer ist er eigentlich? Das ist einer der TripAdvisor. Ach so. Ich hoffe, ob ich versteht, aber es macht so Spaß. Okay. Schade, dass es nicht die Fortnite-Musik ist. Sie genießt doch richtig. Sie guckt die ganze Zeit aufs Handy, Digga. Sie schaut aufs Handy, er hat gar keinen Bock und er ist am Fahren. Echt so. Wieso haben die beiden eigentlich keine Schutzweste? Nur die zwei. Ja, da wird nach Wichtigkeit ausgedrückt. Achso. Es ist so blau. Ja, der Fahrer hinten ist auch blau, glaube ich. Digga, so geil. Junge. Digga, das gibt mir einfach den Vibe hier, Chat. Das gibt mir den Vibe hier. Ich finde es auch immer so geil, wenn er so plötzlich so, so geil, wenn er so die Kamera rumdreht. Das gibt mir so mega nah im Bild. Pilpega-Vibe. Leute, wir müssen jetzt die Westen anziehen. Yo. Ach, wir hätten die ganze Zeit Westen anziehen müssen, aber scheiß drauf. Jetzt müssen sie aber wirklich. Und wir haben für diese Tour umgerechnet, also für diese 2-stündige Bootstour, Flex, ungefähr 50 Euro pro Person gezahlt und für den Eintritt, was sind 100 Pesos? 4 Euro ungefähr. Was viele ja nicht wissen, dass Mexiko actually die Währung Pesos nach Justins Kollektion benannt hat. Ne? Ja. Das finde ich übertrieben krass, dass Justin mittlerweile so einen Influence hat weltweit, dass einfach Länder ihre Währungen, ihre ganze Fiskalpolitik nach Justins Modelinie benennen. Das finde ich krass. Genau. Ja. Ganze Fäkalpolitik. Fäkal, genau. Ja, Chat, also es ist ein normaler Vlog. Ich hätte jetzt wirklich wieder Schlimmeres erwartet. Er ist back, so. Ist voll fein, I guess. Also vielleicht schlägt er ja noch ein Krokodil oder so ins Gesicht. Maybe das. Oder er scheißt einfach auf den Maya-Tempel. Auch möglich. Das kann auch sein, ne? Alter, es sieht so verdammt schön aus. Okay, Ellie und ich sind jetzt auf einem Turm. Chillige Anmoderation. Der 20 Meter hoch ist. Das war absolut lebensgefährlich, hier hochzuklettern. Digga, der sieht auch überhaupt nicht safe aus, der Turm. Also auf den. Also Bro, ich sag's wie es ist, Digga. Ich sag's wie es ist, auch wenn du Highground hast, der Turm ist nicht safe, Bro. Ja. Die 90s, die jemand da hochgemacht hat, die sind auf jeden Fall diesen non-stable so. Das knirscht auch ein bisschen. Wenn ich hier runterfalle, ich weiß nicht, ob man es sieht. Da würde ich safe hätte man, aber jetzt auch den Titel erwarten können, fast gestorben beim Turm besteigen. Ja. Sicherheit hier oben ist gleich null. Das wieso filmt ihr die ganze Zeit den Arsch von dem Mann? Weil ihn gleich runterschubst. Gebt euch das mal. Ich weiß nicht, ob man es so gut sieht. Mal einen Wald suchen. Auch mal einen Wald suchen vielleicht. Extrem weit oben. Da hinten sieht man die Lagune. Okay. Also hier jetzt eine kurze Aufnahme, um euch zu zeigen, wie steil das nach unten geht und wie weit das nach unten geht. Junge, Menschen mit Höhenangst. 20 Meter bekommt man eh keinen Fallschaden. Okay, Waterbucket sagt ihr, oder? Von hier mal ein Magnet werfen. Alter. Da mal ein Magnet reinwerfen in den Wald. Absolut. Ich habe halt keine Höhenangst, aber ich bekomme trotzdem weiche Knie, allein wenn ich hier runterschaue und wie steil das ist. Das ist so crazy. Digga, mein Ohr, way to dank. Okay, ich kletter jetzt runter. Falls das Video niemals online kommen sollte, wisst ihr wieso. Jo, es ist online. Genau. Wir fahren gerade Quad.
Es ist einfach nur so eine Aneinanderreihung von Aktivitäten. Das ist so. Es ist ein Stück weit sowas, wie was du deinen Eltern schicken würdest, so über WhatsApp. So. Ja. Der rechte ist voll hässlich. Wer ist das? Das bin ich. Ich dachte gerade, weil ich rechts sitze, ich dachte gerade, das wäre ich, aber ich habe vergessen, dass die Kamera gespiegelt ist. Ich wollte gerade einen Joke rausmachen, jetzt tut es mir mega leid. Nee, das bin ich. Mein Name ist Ehrlich Brothers. Und da mal Magneten reinwerfen. Einfach Magneten mal reinwerfen. Ich hatte selten so viel Spaß in meinem Leben und wir haben eine 40 Meter hohe Zipline gemacht, weil ich einen kleinen Zip hab, ja, Serebe! Mir hat das auch geklärt. Was willst du dazu noch sagen? Nice Statement, Bro, an der Stelle. Chillig. Der war for real, es ist so geil. Gebt euch mal. Ist for real der beste Urlaub, den ich jemals hatte. Urlaub. Der Flitterbock. Länge. Hab keinen deutschen Pass, aber Bootsführerschein. Okay, wir sind jetzt auf dem Rückweg. Wir sind gleich in Barcelona. Mann, jetzt fliegen sie wieder zurück, oder was? Das war's. Outro, weil ich vergesse das. Waren das wirklich Flitterwochen-Chat? Hä? Kannst wenn die ja schreiben Flitterwochen, dann müssten die doch geheiratet haben, oder? Aber was, wenn die gar nicht wissen, was Flitterwochen sind? Wissen die vielleicht, dass Flitterwochen einfach, denken die, dass Flitterwochen einfach heißt, dass man als Paar wohin fliegt? Mhm. Ich könnte mir das vorstellen. Oh nein. Ja, für Elli und den Spanier. Oh, ehrenlos. Ehrenlos. Imagine. Er fliegt mit ihr dahin, dann fliegt Elli zurück und heiratet einfach den Spanier in Barcelona. Oh nein! Chat, das macht okay. Man nicht, Digga. Nein, Chat, oh, nein! Oh, Junge. Nicht um Mega Null. Ey, mega Outro einfach. Ja, ne? Einfach von vorne bis hinten. Guck mal, Elli hat jetzt auch einen Kanal. Mrs. Wie heißt die? Mrs. Juicy Ass. Oh. Ey, guck, und die hat eine Kollaboration mit Open Mind. Guck mal. Wahnsinn! Ihr Kanal heißt Mrs. Juicy Ass Introducing VVS Z-Max. Was? Das Ding ist, er hat halt ihren Kanal einfach übernommen und. Andersrum, sie hat seinen Kanal übernommen. Nein, er hat ihren Kanal einfach übernommen, nachdem er dachte, dass sie ihn betrügt und jetzt hat er ihren Kanal einfach in Mrs. Juicy Ass umbenannt. Oh, Junge, Alter. Hat sie auch Instagram? Ja, muss auch einfach mal, das ist halt auch eine Brand einfach, die man durchziehen muss, dann, weißt du? Junge. Die hat nichts in der Beschreibung stehen. Hä? Wie geht das? Kann man das machen? Hä, krass. Ist das erlaubt? Safe wahrscheinlich dann auch keine Tags und nix. Ja, der ist zu krass einfach. Der ist zu berühmt. Dann schauen wir mal die Tage vorbei, was auf Mrs. Juicy Ass vorbeikommt.